Yo, ey Leute, willkommen zur ersten Folge Minecraft Factions. Ich bin hier gerade mit Sinus. Yo, was geht ab? Mit Nikolain. Hi, na, was geht? Na, und mit meiner Wenigkeit auf dem Faction-Server, denn wir machen zu dritt ein neues Projekt. Denn wir wollten unbedingt, wir haben es bei einigen YouTubern schon gesehen, unsere eigene Faction gründen. Und wir sind jetzt auf dem Server und ich würde sagen, Sinus, erklär mal, was ist eigentlich eine Faction? Eine Faction ist eigentlich ein Clan sozusagen und es gibt ultra viele Factions hier auf dem Server. Und dann kann man sich so gegenseitig raiden, ich glaube auch fighten und so weiter. Und wir werden natürlich zu dritt eine Faction machen und den anderen richtig den Arsch aufreißen. Genau, ihr seht schon, Leute, die ganzen, die hier mit roten Namen rumlaufen, die sind alle schon in der Faction. Also es gibt wirklich super viele Factions. Und ja. Achso, es gibt übrigens auch so ein Shop-System, es gibt ein Geldsystem. Ihr könnt mal alles Slash Money machen. So, ich glaube, genau, am Anfang hat man jetzt immer so 1000 Dollar und man kann halt Blöcke kaufen. Und so automatische Farms und sowas bauen halt für die Factions. Ja genau, hier bei diesen ganzen Villagern, da kann man sozusagen alles einkaufen und irgendwelche Aktionen machen, wie Nick gerade schon gesagt hat. Das ist auf jeden Fall heavy shit. Ich würde sagen, wollen wir mal in die Warzone rein, Leute? Auf jeden Fall, würde ich sagen, oder? Müssen dieses wir Ereignis erklären. Genau. So. Wir waren nämlich gerade nur die ganze Zeit in der Lobby drin, da kann man sozusagen alles so ein bisschen regeln, kaufen und so weiter. Und hier beginnt dann der Ernst des Lebens. Da steht schon eine Warnung. Huiuiui. Eine Warnung? Huiuiui. Okay, wollen wir runtergehen? Ja, ich würde sagen, erstmal Starter-Equipment anziehen. So. Genau. Ja, genau. Das hier ist unsere Waffe, Leute. Man muss in die Warzone reingehen, um halt Gegner zu töten, so. Genau. Und dann steigt man Level auf, das sieht man unten in der XP-Leiste. Und wenn man Level 5 ist, und glaubt mir, Leute, es dauert wirklich lange. Das ist halt ewig. Dann, dann kann man eine Faction gründen und dann sind wir bereit, den anderen den Arsch zu versohlen. Okay, genau. Komm, und lass uns loslegen. Ich bin schon runtergerannt. Boah, yo. Holy moly, ich kann es aber noch nicht angreifen. Ich kann den hier töten. Nein, kann ich doch nicht. Nee, schade. Nee. Lol, ich werde angegriffen. Lol, nein. Oh, Junge, was ist hier los? Scheiße. Ich werde getötet, Freunde. Oh, ich hau mal lieber ab, ne? Sidus, bist du noch da? Ja, ich renne. Franz, Lol, holy. Kommt die Herzen. Nicht umgucken, nicht umgucken. Okay, okay. Ich bin tot! Ich glaube, die mögen mich nicht, Leute. Alter, hier liegen richtig viele Sachen rum. Ne, auf jeden Fall, Leute, hier könnt ihr diese ganzen Erze sehen. Also wenn man die zum Beispiel abbaut, dann kann man die wiederum verkaufen und so weiter. Und hier sind ganz viele Spieler. Kann ich die schon angreifen? Nee, ich hab nur ein Eisen. Sein. Alter, Leute, wir sind reich. Wir haben gewonnen. Hey, ich bin schon Level 1, ihr? Ich bin Level 0. Als ob du schon Level 1 bist, Junge. Ich bin schon Level 1. Kriegst du Level, weil du gestorben bist, oder was? Ich weiß es nicht. Ich hab, glaube ich, auch ein bisschen geschlagen. Gar nichts kann, Alter. So ein Mitleidslevel oder so. Ja. Buster, nein, nein, Profi. Ich stalke euch schon. Ich hab Stärke, Digga. Die geben uns übelst die Tränke. Was geht ab, Leute? Voll gut. Voll nice. Damn, hier schreiben gerade alle GG in Chat. Ich glaube, da war gerade irgendwie so ein Clan-Krieg oder so. Hä, ich wurde gerade getötet und hab auch ein Level bekommen. Hier im PvP-Gebiet gibt es auch noch Kisten, die man finden kann, mit ganz geilem Loot drin. Soll ich die mal öffnen? Okay, wir öffnen auf drei, okay? Okay. Eins, stopp noch. Zwei. Drei. Oh, meins. Oh, ich hab rote Beete. Nein, geil. Ich hab nix. Ich hab alles bekommen. Oder kommt einer? Ich hab ihn getötet. Nice. Oh, hey. Okay. Gehen wir weiter auf die Suche. Wir müssen unbedingt auf Level 5 kommen, Leute. Wow, Leute, was ist denn hier passiert? Oh, was ist passiert? Plötzlich so ein hohes Level, Mensch. Und Diamantensachen schon. Oh, Zinos, was ist das für eine geile Rüstung? Oh, ich habe ein bisschen gefarmt, Leute. Ich habe ein paar Leute geklatscht. Auf jeden Fall. Ja, wir haben es jetzt auf Level 5 geschafft, Leute. Genau, ich jedenfalls knapp. Ich bin fast Level 5. Und das heißt, wir können jetzt unsere erste eigene Faction erstellen. Wollen wir, dass wir in die sichere Zone gehen? Ja, ich mach mal Spawn. Übrigens, Leute, keine Sorge, wir haben das nicht selber erfarmt, sondern das haben wir von euch einfach bekommen auf dem Server. Wir haben richtig viele Sachen schon geschenkt bekommen. Ich habe irgendwie insgesamt 40.000 Money. 40.000. Was? Und was? Man startet mit 1.000. Ich habe 40.000 und ganz viel Diamantenrüstung. Ich habe das alles schon auf den zweiten Account rübergepackt, habe immer noch so viel. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall an alle. Wir werden es jetzt nicht direkt benutzen, sondern später, wenn wir unsere eigene Faction dann haben. Und ich würde sagen, Nick, bist du bereit? Oder wer stellt überhaupt die Faction? Nick. Ich mach das mal. Also ich habe zu wenig Geld, ne? Ich hab nur 900. Ja, wollte gerade sagen. Ich glaube, eine Faction kostet 1000, das kann ich machen. Okay, Slash, F-Create. Und Leute, wollen wir den Namen schon leaken? Ja, okay, lass machen, Leute. Okay, und zwar werden wir unsere Faction... Und zwar werden wir unsere Faction für die Schweizer nennen. Okay, ich habe sie created. Slash nice. Damn, okay, jetzt musst du uns auch einladen. F im Wald, Yes, ach, Minus, du. Du Arsch. So. F in Wald, Dinos... Und was muss ich dann machen? Jetzt mach mal Slash Home. Wie? Ach nee, warte. Walter, du musst annehmen. Has joined und jetzt Slash Home. Hello, oh, hallo.
Hallo. Ah, guckt euch das mal an. Alter, das sieht voll geil aus. Schön aus. Ja, das mal ausleuchten, ja. Die ist auch schon voll groß, das? Oder? Das Grundstück ist voll riesig. Ist es immer so riesig? Ja, aber sind das zwei verschiedene Stufen? Hier ist rot einmal und dann ist noch hier... Was ist das? Ja, genau. Es ist Bau oder sowas. Hier können wir wahrscheinlich bauen, wa? Ab der Linie ist unsere Faction. Hier können wir jetzt unsere Base aufbauen. Sollten wir auch gleich mal machen, denke ich mal. Okay. Und hier außen, man kann ja... Ich kann noch nicht blazen. Ah, hier spawnen die dann bei diesen Wars, oder? Warte, ich glaube, ich muss euch mal promoten. Ich promote euch mal alle. Ich glaube, jetzt nochmal und jetzt... Ja, jetzt kann ich das abbauen. Seid jetzt bald promoten? Oh nein, jetzt ist hier kein schöner Rasen mehr. Warte ganz kurz. Rasenmäher. Scheiße, hat nicht funktioniert. So, also auf jeden Fall ist hier innen die Faction halt, die uns gehört. Und außen ist so die Battle-Area, sag ich mal. Mhm. Also wenn Leute uns raiden, dann können die hier ihre TNT-Kanonen bauen und so. Weil innerhalb der Faction kann niemand außer uns das abbauen. Wie groß ist das denn, bitte? Boah, das ist ja riesig. Aber das liegt eigentlich auch eher daran, weil wir so viele sind, oder? Wenn einer eine Faction hätte, wäre die ein bisschen kleiner, glaube ich. Nee, die ist immer gleich. Immer so groß? Okay. Yeah. Alter, krass. Oh, nice. Ich glaube, es passen maximal 9 Leute in eine Faction. Also ist auf jeden Fall noch Platz für Zuschauer, Leute. Yeah. Schreibt mal in die Kommentare, wieso wir euch gerade in die Faction nehmen sollen. Schreibt mal eine Bewerbung, Leute. Ja, mach mal. Oh, ich dachte, man kann mit Obsidian eine Enderkiste bauen. What the fuck, nein. So eine Obsidian-Kiste oder so. Du kannst du auch, aber da muss noch eine Enderauge in der Mitte haben. Genau. Ah, na, das habe ich leider nicht. Auch besser Lohnstaub und so viel. Also kannst du mal ein paar Chests hin platzieren. Okay, eine für den Franzl, eine für Zinus. Danke. Wir brauchen sehr wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Leute, wenn jetzt direkt Leute entscheiden, unsere Faction hier zu raiden, was ist dann? Ja, sind wir am Arsch. Ja, dann können die doch direkt alles klauen. Ja, okay. Aber wir kriegen da, glaube ich, eine Benachrichtigung und so. Ah, gut. Und am Anfang wird dann auch nicht geradet. Kriegen wir dann per SMS, oder? So, aufpassen, ihre Faction wird geradet. Clash of Clans, Mann. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, was wollen wir machen jetzt? Ich würde sagen, ich hole mal ein bisschen Holz und dann machen wir uns Tools und so weiter, dass wir hier ein bisschen umbauen können. Ich würde die Kisten und so weiter alle unterirdisch machen. Vielleicht gibt es hier eine Alternative im Shop, vielleicht gibt es hier ein Enderauge. Man baut halt die Bases alle aus Obsidian so. Und entweder fangen wir jetzt direkt an, so einen großen Obsidian-Block zu bauen. Alter. Oder was ich auch gesehen habe, es haben auch Leute in der Luft ihre Base gebaut, also ganz oben in der Luft. Boah, das klingt doch mega geil. Das wäre echt eine gute Idee. Wollen wir es schon mal machen? Das wäre übelst safe, ne? Okay, dann würde ich sagen, baue ich mich schon mal hoch. So, ich suche mal noch ein Enderauge. Ich würde noch nicht groß heute mit der Base anfangen, Leute. Ich würde vorneweg noch kurz sagen, wie oft das jetzt auf unseren Channels kommt. Wir werden das jetzt nicht jeden Tag hochladen, unregelmäßig sozusagen, je nachdem wie gut es ankommt, würde ich auch mal behaupten. Also wenn es euch gefällt, droppt auf jeden Fall ein Like. Und wir werden halt immer unterschiedliche Folgen aufnehmen, aber immer zu dritt. Außer wir machen so ein Raid oder sowas richtig Geiles, dann nehmen wir natürlich alle die Folge auf. Ach ja, Leute, weil ich noch völlig vergessen habe, es gibt diese Skills und da gibt man einfach slash Skills ein und da kann man sozusagen seine eigenen Sachen mit upgraden. Hier gibt es zum Beispiel Stärke, Attack Speed, Critical Sachen, also wenn man zum Beispiel beim Schwert irgendwie so Crits verteilt. Man kann seine Herzen upgraden, das habe ich schon gemacht. Und pro Level bekommt man einen so Punkt und dann kann man hier sozusagen Sachen upgraden. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal noch ein bisschen was von meiner Stärke und nochmal ein Herz dazu. Und jetzt habe ich sozusagen noch 0 Skill Points und kann nichts mehr upgraden. Und das ist auf jeden Fall ziemlich cool, besonders auch für Clankriege später, wenn wir halt so richtig OP sind, obwohl wir vielleicht gar nicht so OP aussehen. Wisst ihr, Leute, guckt mal. Wir brauchen eigentlich gar keine Base, wir sind schon so gut formatiert hier. Jeder guckt in eine Richtung. Wir haben unsere Base fertig, Leute. Erste Folge, nein, Joke. In den nächsten Folgen werden wir auf jeden Fall die Base ein bisschen bauen. Mal sehen, was in der nächsten Folge schon fertig ist. Und dann würde ich sagen, checkt auf jeden Fall die Sicht von allen anderen aus. Denn wie gesagt, heute gibt es die Folge sozusagen bei jedem gleich. Beziehungsweise bei jedem anders geschnitten. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal bei der nächsten Folge. Macht's gut. Und schreibt uns auf jeden Fall Tipps in die Kommentare. Ja, genau. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.